In diesem Video möchte ich euch detailliert die Inhalte der ersten drei The Sims 4 Sets vorstellen und meine Meinung zu diesem neuen Pack-Typ loswerden. Viel Spaß beim Ansehen! Eigentlich völlig überraschend wurden am Dienstag schon direkt die drei Sets, die vorher geleakt wurden, für The Sims 4 veröffentlicht. Einmal das Hausbootset, Landhausküche und Retro, Fit und Schick. Jetzt mal allgemein, bevor wir uns die kleinen Inhalte anschauen, will ich nur mal schnell sagen, dass ich diese Packgestaltung mit dieser Draufsicht und diesen vielen Objekten irgendwie richtig cool finde. Sowas hatten wir vorher auch noch nicht. Vorher hat man ja auf dem Cover nur die Sims an sich gesehen, aber so finde ich das eigentlich ganz cool. Das Hausputzset beinhaltet nur neue Gameplay-Objekte, also 5 an der Zahl. Dann haben wir hier die Landhausküche-Objekte. Sieht eigentlich auch nicht so viel aus, aber eine Küche kriegt man damit auf jeden Fall voll. Und hier am meisten im Retro-Fit- und Schick-Set sind die neuen Cars-Objekte. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal in den Erstelle einen Sim-Modus. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal direkt die neuen Set-Inhalte an. Da haben wir diese 4 neuen Oberteile für Frauen. Wir haben schon gesehen, für Männer gibt es deutlich weniger. Also Männer haben nicht so viele Objekte bekommen. Das ist ein bisschen schade. Also in diesem Pack sehr unausgeglichen. Aber ist ja in The Sims 4 öfters der Fall. Was ich ganz gut finde, es gibt hier auch so normale Farben. Also so hier schwarz, weiß, grau. Das sollte eigentlich auch immer bei jedem Objekt vorhanden sein. Das kann man auch so gut benutzen. Jetzt zum Beispiel diese Farbalternative ist echt ein bisschen doch ausgeflippt. Also so auch, wenn man seine Sims normal mit neuen Sportsachen ausstatten möchte, ist hier auf jeden Fall was dabei. Ein sehr gewagtes Outfit. Ich frage mich gerade, gibt es sowas in echt? Das sieht ja irgendwie aus wie so eine, hier wie so eine halbe Jacke, aber das ist dann bauchfrei. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Sieht aber eigentlich auch ganz cool aus. Dann als nächstes dieses Oberteil. Auch natürlich wieder in knalle bunten Farben. Hier ist, es zieht sich auf jeden Fall durch, wenig Muster, also immer einfarbig. Okay, hier sind ein paar Muster, aber sonst einigermaßen musterfrei diesmal, was auch relativ ungewöhnlich ist. Aber dafür halt in diesen bunten Farben, auch hier so wieder ein paar schwarz-weiße. Ich glaube, dieses Pack ist auf jeden Fall nicht mein Favorit unbedingt. Die brauche ich jetzt eigentlich persönlich jetzt nicht wirklich im Spiel. Ebenfalls neu ist dieser Hut, natürlich hier auch, das könnte sogar ein sehr moderner Hut sein, oder? Dieses Muster sieht relativ modern aus. Wie ihr wisst, ich kenne mich jetzt mit Mode jetzt nicht so gut aus, aber doch, das scheint mir relativ modern zu sein. Ja, warum denn nicht? Ebenfalls neu sind die neuen Gesamtoutfits, da schauen wir jetzt auch mal direkt rein. Wir haben einmal dieses Gesamtoutfit. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so eine Dienstuniform. So irgendwas, was man bei so einer Fastfood-Kette tragen würde mit dem Kragen oben irgendwie, wenn man am Arbeiten ist. Aber ja, sieht doch eigentlich ganz cool aus. Hätte ich meinen Sims wahrscheinlich nicht so oft anziehen, da mir, wie gesagt, irgendwie die Farben jetzt nicht so ganz zusagen. Das hier ist eigentlich ganz cool. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn es noch so ein bisschen pastellige Farben gegeben hätte. Aber das würde natürlich nicht so wirklich zum Thema des Packs passen, was ja auch nicht so schlimm ist. Deswegen ist es hier auch nicht dabei. Neue Schuhe haben wir auch bekommen. Ja, passt natürlich irgendwie alles ganz gut zusammen. Mir gefällt halt ehrlich gesagt dieser Stil allgemein nicht wirklich. Es trifft nicht meinen Geschmack, obwohl die Objekte an sich eigentlich für Leute, die das mögen, wahrscheinlich ganz cool sind. Ich habe das Gefühl, das ist noch so eine Mischung aus einigermaßen modern und halt wirklich retro, weil zum Beispiel so Trainingsanzüge, die es in der Zeit gab oder halt wirklich so Sachen, die man mit so einer Zeit assoziiert, sind da gar nicht unbedingt drin. Also von den Farben auf jeden Fall, aber so von den Schnitten, ich weiß nicht, also so, ich würde jetzt mal so behaupten, das könnte man heute auch noch tragen in anderen Farben. Bei den Männern gibt es diese zwei Oberteile, ja. Okay, die Bauchtasche ist natürlich jetzt auch wieder angesagt. Ich finde es extrem cool, dass wir mal irgendwas mit einer Bauchtasche haben. Ich hasse zwar Bauchtaschen, aber es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Dieser Gürtel von der Bauchtasche ist auch richtig modelliert und nicht nur draufgezeichnet. Das finde ich auch ganz gut. Die erste pastellige Farbe im Pack. Ja, aber sonst, ja, das kann man auf jeden Fall noch so tragen. Das würde noch als von heute Outfit quasi durchgehen. Ja, die Jacke ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, mir ein bisschen zu übertrieben. Vor allem, warum hat die zwei Reißverschlüsse? Ist das nicht total unpraktisch?
Irgendwie, ich komme gerade nicht drauf klar, dass die zwei Reißverschlüsse hat. Auch Kinder und Kleinkinder haben was bekommen. Da gucken wir jetzt auch mal direkt nach. Es gibt nämlich, wie ich das gesehen habe, ein neues Oberteil. Ja, das ist das hier. Ja, natürlich von den Erwachsenen auch so ein bisschen inspiriert. Also sieht ähnlich aus wie bei den Erwachsenen. Kleinkinder haben einen neuen Hut bekommen. Den gibt's auch schon bei den Erwachsenen-Sims. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Neue Frisuren gibt es im ganzen Pack gar keine. Liegt wahrscheinlich daran, dass es in der Entwicklung der, sagen wir mal, schwierigste Inhalt ist. Und der Inhalt, der auch am längsten dauert. Deswegen haben die Entwickler hier wahrscheinlich keine neuen Frisuren mit reingemacht. So, dann im Baumodus angekommen, können wir uns ja mal die Objekte des neuen Landhausküche-Sets angucken. Alle Sets kosten 5 Euro. Und ich bin mal gespannt, wie sie es in Zukunft handhaben werden. Also scheinbar in einem Q&A der Entwickler wurde geschrieben, dass sie quasi die Sets als kleine Lückenfüller einsetzen wollen. Das heißt, wenn es gerade keine neuen Inhalte gibt, dann wird es höchstwahrscheinlich im Monat dann ein neues Set geben, was ich eigentlich eine ganz gute Regelung finde. Da haben wir auch schon die ersten Objekte, diese Kücheninsel. Und sogar mal Theken, die wirklich unterschiedlich aussehen. Also hier kann man noch ein bisschen mehr Variation mit reinbringen, weil sonst sehen die Insel-Theke und die normale Theke immer ziemlich ähnlich aus. Da haben wir diesen neuen Küchenschrank, natürlich auch wie im Basisspiel in vielen verschiedenen Variationen. Oh, sogar mal mit so kleinen Deko-Sachen drin, sowas finde ich immer ganz cool. Quasi eine Variante, in die man Geschirr reintun kann. Ihr müsst euch hier echt immer mal durchklicken, es ist eigentlich ganz cool, es sind ja quasi fast wie noch einzelne Objekte, weil die könnte man jetzt auch so einfach verwenden. Dann haben wir dieses neue Regal bekommen. Dann ein neues Spülbecken. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Aber irgendwie erinnert mich das so extrem an Spülbecken, die wir bereits im Spiel haben. Ich weiß auch nicht. Das hätte... Ja, aber was will man bei einem Spülbecken auch großartig von der Gestaltung anderes machen? Ich bin ganz ehrlich mit euch, manche Farben finde ich echt grauenvoll. Es macht natürlich Sinn, die reinzupacken. Also zum Beispiel dieses Pink und dieses Gelb finde ich ganz schrecklich. Es sieht irgendwie richtig altbacken aus, aber es ist ja auch eine Landhausküche. Es macht natürlich Sinn, dass diese Farben hier drin sind. Benutzen werde ich wahrscheinlich trotzdem nur die Hälfte der Farbalternativen. Dann haben wir diese kleine Blumenkiste bekommen. Ja, warum denn nicht? Passt von den Farben. Oh, es passt von den Farben wirklich zu den Theken dazu. Das finde ich ganz gut. Wir haben eine neue Milchkanne bekommen oder hier so eine allgemeine Kanne. Ja, ich weiß nicht, kann mich jetzt nicht überzeugen. Das Dekoobjekt finde ich jetzt irgendwie nicht so schön. Haben wir diesen neuen Eimer mit irgendwie Obst bekommen. Eine Mehldose. Ich muss zugeben, so Schnickschnack für die Küche ist sowieso immer eine gute Sache. Das ist wahrscheinlich... Ah, ein Brotkasten. Eine Kasserolle. Ich weiß bis heute nicht genau, was eine Kasserolle sein soll. Das sieht für mich jetzt einfach aus wie Geschirr, oder? Ja, es ist aus Porzellan. Also ja, eine Schüssel. Ganz ehrlich, hatten wir noch nie im Spiel. Super, dass es mal drin ist. Wir haben keine wirklichen Schüsseln im Spiel. Wenn man so drüber nachdenkt, schon ein bisschen komisch. Oh, jetzt sind wir ja schon fast durch. Das gehört ja jetzt schon zum nächsten Set, was wir bekommen haben. Einen neuen Kühlschrank und diesen neuen Herd. Oh, ist zwar nicht viel, aber ich glaube, was halt auffällt, sie haben hier halt wirklich dann quasi speziell für dieses Thema alles reingebracht, was man wirklich so braucht. Eine neue Geschirrspülmaschine hätte ich jetzt noch wirklich sehr, sehr, sehr begrüßt, weil da haben wir irgendwie echt keine sonderlich tollen Varianten. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier mal so reingucke, es passt hier auch keine der Geschirrspülmaschinen wirklich vom Stil dazu. Die könnte man noch nehmen, aber zum Beispiel hier, ja, es gibt auch keine in Gelb, also... Eine Geschirrspülmaschine hätte das Set jetzt wirklich noch rund gemacht, sonst hätte ich nämlich gesagt, dass es ganz gut ist, dass quasi von allem für die Küche wirklich was dabei ist. Aber jetzt, ich weiß nicht, an die Geschirrspülmaschine haben sie wirklich nicht gedacht. Bisschen blöd, aber ansonsten ist es ja eigentlich ganz rund. Also ich glaube, um einfach nur eine Küche zu erstellen, ist das eigentlich eine ganz gute Sache. Und wir haben neue Tapete und Böden bekommen. Kann ich euch auch nochmal schnell zeigen, ja. Würde ich jetzt persönlich jetzt nicht unbedingt in der Küche haben wollen, aber es ist auf jeden Fall mit enthalten. Stapelsteine. Ja, ich weiß nicht. Neue Fliesen hätten da vielleicht besser gepasst. An sich eine ganz coole Tapete, aber irgendwie vom Stil hatten wir die gefühlt auch schon 1000 Mal, genauso wie den Boden. Also vielleicht irgendwas mit Fliesen, aber ist jetzt natürlich auch nur mein persönlicher Geschmack.
den ich da präferiert hätte, aber jetzt machen wir das Ganze mal wieder rückgängig. Ich versuche jetzt hier mal spaßeshalber mit den neuen Objekten hier wirklich eine richtige Küche reinzubauen, dass wir das auch mal in echt sehen und nicht nur so dahin geklatscht, um die einzelnen Objekte besser sehen zu können. Eine schwarze Küche sieht natürlich auch sehr edel aus. Ich mag den neuen Stil. Es erinnert mich ein kleines bisschen an Elternfreuden. Das heißt, wenn man Elternfreuden hat, braucht man das vielleicht jetzt nicht so unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, doch einigermaßen vollständig. Bis jetzt halt auf die fehlende Geschirrspülmaschine. Da hätten sie vielleicht noch was Neues reinbringen können. Noch so eine Mikrowelle, so im klassischeren Stil, aber nicht so schäbig. Und vielleicht eine neue Kaffeemaschine wären noch ganz cool gewesen. Dann wäre es noch vollständiger gewesen. Und das letzte Set, was die Entwickler dazugefügt haben, ist das Hausputz-Set mit 5 neuen Objekten im Baumodus und neuem Gameplay. Also beim Gameplay sind da sogar ein paar ganz coole Mechaniken mit dabei. Ich platziere die Objekte jetzt alle mal. Und die Sims können. Wer hätte das gedacht? Jetzt hier, Staubsaugen. Es ist jetzt im Spiel, wir freuen uns alle. Sachen, die wir in echt nicht gerne machen, können wir jetzt bei den Sims machen. Ich meine, Staubputzen ist jetzt, glaube ich, nicht jedermanns Favorit. Ja, ich habe schon gesehen, die Sims saugen quasi von der Animation immer nur an einer Stelle. Das heißt, die Sims laufen nicht rum, saugen durch die ganze Wohnung, sondern stehen immer nur da und saugen dann. Ja, ist jetzt ein bisschen die, sagen wir mal, faule Variante, das umzusetzen. Ich finde es jetzt nicht ganz so schlimm, obwohl es irgendwie witziger wäre, wenn die Sims hier dann durchs ganze Haus wuseln würden. Und unser Sims, hier die Sim-Dame ist jetzt inspiriert geworden, weil die Umgebung blitzblank ist. Ich könnte mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass, können Sims-Kinder eigentlich auch Staub putzen? Oh ja, das geht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das vielleicht dadurch, dass es Hausputz-Set heißt, so ein bisschen das letzte Set ist, mit dem so neue Aktivitäten fürs Putzen bzw. so Alltagssachen, die man halt machen muss, wie Geschirrspülen und so, dass es damit vielleicht auch ein bisschen das letzte Pack war. Wir hatten ja schon Waschtag, was auch in diese Richtung ging, aber jetzt können die Sims ja noch Staub saugen, aber ich glaube, dass sowas wie Staubputzen oder so kommt, ist dann damit so ein bisschen ausgeschlossen. Ja. Und was eigentlich ganz cool ist, hinter dem Ganzen steckt auch eine richtige Mechanik. Das heißt, es wird im Haus der Sims dreckig. Man kann es in den Optionen auch deaktivieren, das geht auch. Ja, also Leute, die gerne realistisch spielen, werden diesen Inhalt wahrscheinlich wirklich mögen. Man kann sogar seinen liebsten Staubsauger wählen, was auch immer das bringt. Ins Inventar platzieren und verbessern geht. Man kann hier natürlich mit der passenden Geschicklichkeitsfähigkeit hier noch Sachen anbringen. Ja, okay, was... Ich meine, die Sachen sind wahrscheinlich ein bisschen selbsterklärend. Selbstladender Akku, muss man das Ganze nicht mehr aufladen. So scheint es jetzt für mich so. Ja, ganz toll. Kannst du bitte da... Obwohl, nee, eigentlich musst du das gar nicht. Kann man das dann auch wegsaugen? Oh, man kann es ja vor... Man kann wirklich hier den Dreck, den das Kind macht, einfach dann wegsaugen. Das finde ich ganz gut. So, ja, sie saugt es jetzt wirklich weg. Okay, ich muss zugeben, ich muss wirklich sagen, das habe ich gerade nicht erwartet. Ich dachte, es ist einfach nur ein Objekt, wo man irgendwas anklicken kann. Und dann ja, spielen die Sims ihre kleine Animation da ab. Aber die Sims saugen jetzt hier wirklich den Schmutz vom Boden weg. Finde ich eigentlich so ganz witzig. Daran haben sie auch gedacht. Für alle, die es interessiert, unter dem Reiter Ort gibt es jetzt auch 2 neue Bestreben. Einmal wunderbar schmutzig und makellose Perfektion. Also daran haben sie auf jeden Fall auch gedacht. Ich finde es wirklich witzig, dass wir jetzt ein Set haben, was 5 Euro kostet, was 2 Bestreben beinhaltet. Und zum Beispiel das An die Arbeit Erweiterungspack hat kein einziges neues Bestreben. Irgendwie so ein bisschen ironisch, aber ich gebe ihr jetzt auch mal dieses neue Bestreben. Makellose Perfektion. Mit dem neuen Bestreben will sie 3 Küchen- oder Badeobjekte säubern, 3 Stunden Staubsaugen und 3 Teller spülen und der Papierkorb soll geleert werden. Sind Dinge, die ich auch super gerne mache, auf jeden Fall. Proaktives Putzen, 5-mal Unordnung beseitigen. Sind auch Sachen dabei, die jetzt nichts unbedingt mit dem neuen Pack zu tun haben. Hier 3 Teller spülen konnte man im Basisspiel ja natürlich auch. Und natürlich das gegenteilige Bestreben, wunderbar schmutzig. Drückebergerin, Dreckspatz. Und Schmutzliebhaberin, 3 Mülleimer umstoßen.
Es ist so bescheuert. Also die Sachen, die man hier machen muss, ein Schmutzteufel mit einem schmutzigen Geschenk besänftigen. Man kann also die Schmutzteufel auch beschenken, was ich auf jeden Fall irgendwie witzig finde. Ich verstehe zwar nicht so ganz, in welchem Paralleluniversum es Menschen gibt, die gerne wollen, dass alles dreckig ist, aber bei den Sims ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, ungefähr einen Tag, und jetzt sind die ersten Wollmäuse hier entstanden, mit denen man auch interagieren kann. Man kann die Wollmaus bitten, nach Wertsachen zu suchen. Ich muss zugeben, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Also da haben sie sich, sagen wir mal, nicht leicht gemacht, beziehungsweise haben nicht den leichten Weg genommen. Es hätte wahrscheinlich für die meisten gereicht, wenn jetzt hier alles verstaubt wäre, aber jetzt als kleines Gimmick gibt es noch diese komischen Wollmäuse. Drauf treten, das machen wir jetzt mal nicht, sonst ist sie weg, mit Staub füttern. Was man aber vielleicht ein bisschen negativ anmerken kann, ich finde, einen Tag nicht Staub zu saugen ist schon ein bisschen wenig. Das heißt, wenn man einen Tag nicht diesen Staubsauger benutzt hat, dann ist hier schon direkt alles eingestaubt, das ist schon sehr hart. Also so, wenn man sagt, alle 3 Tage vielleicht, dass dann es so leicht schon eingestaubt ist, wäre vielleicht ganz gut, aber ich finde, ein Tag ist schon sehr krass. Was kann man hier noch so machen? Man kann es benennen. Knopfauge ist doch ein süßer Name. Aber die Animationen sind irgendwie auch niedlich. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich das mal zu einem Häufchen Staub sagen werde. Aber ja, das war's jetzt eigentlich auch so im Großen und Ganzen. Man kann hier jetzt auch den Verschmutzungsgrad prüfen. Also so ein bisschen Gameplay ist hier auf jeden Fall schon mit dabei. Realistisches Gameplay vor allem natürlich. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung zu den Sets in die Kommentare schreiben. Ich denke, wenn man sich da so 1-2 Sets holt, die man mag, ist es eigentlich ganz okay. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, noch deutlich mehr Sets bekommen, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Ich glaube, wenn die Entwickler da jetzt jeden Monat was raushauen, wird es auf Dauer schon sehr, sehr teuer. Und vom Preis ist es ja immer ein bisschen kritisch. Also ich muss zugeben, ich finde es immer eigentlich ganz cool, dass sie jetzt so die Lücken füllen wollen. Das heißt, für Hardcore-Sims-Fans gibt es jetzt immer irgendwas Neues. Und so ein Set finde ich jetzt eigentlich auch ganz sinnvoll. Aber ja, ich glaube, es macht auf jeden Fall keinen Sinn, sich da wirklich alle Sets zu holen, die da so rauskommen werden. Sondern man sollte das vielleicht eher als kleine Ergänzung sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie noch für Themen behandeln werden. Das ist natürlich auch nochmal was wir jetzt noch nicht genau wissen, wie das so ablaufen wird. Gerade sieht es für mich wirklich so aus, als wäre das Staubputz-Set wirklich das Pack mit dem meisten Inhalt. Auch wenn es natürlich nur 5 Objekte sind. Aber vom Gameplay sieht das halt schon recht umfangreich aus. Ich finde es ganz interessant, natürlich von den Inhalten. 2 Sets haben nicht so viele Objekte wie ein Accessoire-Pack, das ist gar nicht gegeben. Da haben ja auch viele in der Community Kritik geübt, weil 2 Sets halt trotzdem genauso viel kosten wie ein Accessoire-Pack. Man muss halt dazu sagen, 2 Gameplay-Packs haben auch nie so viel Objekteinhalt wie ein Erweiterungspack und 2 Accessoire-Packs auch nicht wie ein Gameplay-Pack. Das ist also bei keinem Pack wirklich der Fall. Löst jetzt ja auch so ein bisschen, würde ich mal sagen, die Sets aus The Sims 3 ab, die wirklich deutlich teurer noch waren. Das ist fast nicht zu glauben, aber es ist teilweise so. Wenn man sich alle so kauft, ein teurer Spaß, und da haben Erweiterungspacks und Gameplay-Packs ja wohl auch das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber ich muss zugeben, so schlimm wie viele andere finde ich das jetzt eigentlich nicht. Wenn man sich da nur ein paar Sets kauft, dann sollte das eigentlich, denke ich, auch klar gehen. Das war's mit diesem Vorstellungsvideo. Was denkt ihr über die neuen Packs und habt ihr euch schon eines von diesen geholt? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.